Dresden 1945. Es ist eigentlich im Panorama wird der Augenblick dargestellt, der Augenblick der Ohnmacht. Ich würde sagen, 2 Stunden nach dem letzten Angriff, wobei es mir nicht um die exakte Zeitbeschreibung geht, sondern es geht mir um das Gefühl, was eigentlich Krieg bedeutet. Ja, weil wir als Menschen, die 70 Jahre im Frieden leben, wir können uns sowas nicht mehr vorstellen. Und die Frage ist das noch etwas, was wir heute zeigen müssen? Ich würde sagen, ja. Ich lasse das Bild auch nicht alleine, sondern es wird in einer Ausstellung auch beschrieben, also wie es zu diesem Krieg kam. Und wir gehen auch, wenn man aus dem Panorama rauskommt, kommen wir bis in die Neuzeit. Wir haben einen Film gemacht mit Zeitzeugen. Also dieser Respekt des Wiederaufbaus, aber auch die Fehler werden beschrieben. Und vielleicht ein zaghafter Ausblick in die Zukunft. Ich glaube, als ich dann öffentlich wurde und gesagt habe, dass ich das machen werde, ist die erste Herausforderung, die man hat, dass natürlich viele Bedenkenträger da sind, die dann sagen, naja, weißt du denn, was das bedeutet? Um dann diesen Weg wirklich zu gehen, musste ich natürlich erstmal ausprobieren, ob ich überhaupt die Kraft dieses Bildes auf die Leinwand bekomme. Und dazu waren natürlich sehr praktische Sachen erstmal notwendig, erstmal die Dokumentenlage in der Stadt checken, gibt es überhaupt die Bilder, die diesen Rundumblick beschreiben. Und dann macht man sich auf den Weg, dieses Bild zu erstellen. Und das ist, um es zu vereinfachen, es ist die Arbeit eines Malers mit den Mitteln von heute. Also ich nutze natürlich alles, was wir haben, von Fotografie bis Computer. Aber wir bauen auch Modelle, also alles, was Sie hier sehen, ist auch über Modelle entstanden. Es interessiert mich aber im Machen überhaupt nicht. Ich weiß nur, ich will was und ich nehme alles, was sich mir bietet, nehme ich, um dieses Ergebnis zu bekommen. Ich glaube aber, wenn man irgendwie mit sich selber ein Gefühl rumträgt, dass man sagt, Krieg hat nichts mehr mit mir zu tun, es ist irgendwo weit weg, dann müsste man sich diese Ausstellung angucken. Weil das, was hier passiert, ist ja eine Betroffenheit, die auch aus der Nähe herauskommt. Weil diese Struktur, ich kenne ja Dresden, ich bin draußen, sehe das Dresden so, wie es jetzt ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn ich aber dieses Panorama gesehen habe, dann glaube ich fest daran, dass man in die Stadt Dresden zurückkehrt und die Dimension dieser Zerstörung nicht intellektuell begreift, sondern vom Herzen, vom ganzen Körper. Und dann denke ich schon, dass das Bild vielleicht oder diese Ausstellung eine Möglichkeit hat, durch eine emotionale Betroffenheit, vielleicht das Bewusstsein in einer ganz bestimmten Art und Weise, auch den Dialog, auch die Diskussion, also da so zu helfen, dass man vielleicht auch ein bisschen mit seinen Meinungen auch reflektiv zu dieser Zeit auch sich verhält und sagt, was immer ich tue, welche Meinung ich auch immer vertrete in dieser Gesellschaft, es könnte letztendlich instrumentalisiert werden von anderen. Es könnte wieder der Anfang einer neuen Katastrophe sein. Wir dürfen nicht zufrieden werden und uns in die Sessel bequem machen und sagen, jetzt haben wir das Abonnement auf Frieden, das existiert nicht. Und ich denke, dass so eine Ausstellung in dieser Zeit, in der wir leben, so aktuell ist, wie es aktueller gar nicht sein kann.